Die Frage nach der Gentechnik in der Landwirtschaft ist auch eine ethische Frage, die der Internationale Landvolkdienst in seinem Genfood-Projekt gestellt hat. Und zwar die Frage, darf man überhaupt Gentechnik anwenden? Dieses Neue, was ja auch so faszinierend ist, diese neue Technologie. Da haben Sie auch einige Symposien und Hearings gehabt, wo die eine andere ethische Frage gestellt wurde. Ja, wohin geht die Frage? Ethische Dimension in der Landwirtschaft und der Gentechnik, Herr Kleipers. Ja, also ich meine, es ist ja so, wenn ein Ökoverband sich zur Gentechnik äußert, ist klar, in welche Richtung das geht. Wir als katholische Organisation sind natürlich deshalb auch gefragt, uns mit der Thematik zu beschäftigen unter ethischen Gesichtspunkten. Das heißt, wir haben auch immer versucht, bei unseren Veranstaltungen Ethiker mit einzuladen und die haben sich da auch sehr, sehr dezidiert zu geäußert. Wobei es weniger um die ethische Beurteilung der Technologie ging, sondern eigentlich um die Folgenabschätzung. So, und da ist es für uns, denke ich mal, gerade im katholischen Umfeld klar, wie wir dort Stellung beziehen müssen, zum Beispiel in der Frage Patentierung auf Leben. Denn in der Konsequenz heißt das ja, bei der Gentechnik werden neue Lebewesen geschaffen, neues Leben geschaffen, dadurch, dass eine bestimmte Art mit einer Eigenschaft einer anderen, zum Beispiel, wie gesagt wurde, Herbizidresistenz, also Resistenz gegen Unkrautvernichtungsmitteln, also ausgestattet wird. So, dafür, derjenige, der das macht, erwirbt dafür ein Patent. Das heißt, der ist Besitzer dieses neu geschaffenen Lebens für eine bestimmte Zeit. Und dass derjenige Bauer, der dann das Saatgut von diesem Unternehmen nutzen will, dafür Gebühren bezahlen muss, das ist sicherlich auch eine ethische Frage, ob nicht ein bestimmtes Gut auch Allgemeingut ist. Eine zweite Frage ist eben, ob wir es ethisch vertreten können, ja, dass eine Technologie angewendet wird, ohne zum Beispiel lokales Wissen mit zu berücksichtigen. Oder dass dieses lokale Wissen sozusagen, man spricht da von Biopiraterie auch, ja, vereinnahmt wird von bestimmten Unternehmen, um das zu seinen Gunsten zu nutzen. Meinen Sie mit lokalem Wissen? Also zum Beispiel, es gibt, ich weiß nicht, in Indien zum Beispiel 200, wenn nicht noch mehr Sorten an Reis. Ne? Reissorten, die zu bestimmten Zwecken in bestimmten Gegenden unter bestimmten Umständen angebaut werden. So, wenn wir aber den sogenannten Golden Reis, von dem noch alle sprechen, also das ist sozusagen ein Reis, der also uniformiert sozusagen ganz Asien angebaut werden könnte, gehen eben diese ganzen anderen Sorten und wie man mit ihnen umgeht, wie man sie anbaut, welche Technologie man anwendet, unter bestimmten klimatischen Bedingungen zum Beispiel, gehen verloren. Also eine ganze Uniformierung. Kulturwissen. Hm? Das ganze Kulturwissen geht damit verloren. Und das ist sozusagen für uns auch ein wichtiger Aspekt, unsere Arbeit sozusagen im Umkehrschluss zu sagen, wenn wir denn tatsächlich was tun wollen für die Armen in der Welt, dann gehört dazu auch, dieses Wissen zu schützen, dass es eben nicht von anderen Konzernen sozusagen vereinnahmt wird. Sind das Überlegungen, die auch in den Debatten, die Sie führten, Herr Ollich, eingeflossen sind? Ganz sicher sind sie eingeflossen. Sache betrifft ja im Grunde jeden von uns. Die Gentechnik hat Einzug gehalten in unsere Welt, in unsere Lebenswelt. Und wenn dann die Leute zu hören kriegen, ja, die Folgen, die das Ganze hat im sozialen Bereich, in der Natur, in meinem Organismus, die sind noch gar nicht genug bedacht oder erforscht, dann ist das klar, ne? Da bin ich selber betroffen. Ne? Dann ist das nicht mehr der Bauer, dem sich die Frage in Brasilien stellt, sondern bin ich es als Erzeuger, als Verbraucher hier in Deutschland. Und dann kann ich doch nur fordern, erstens mal mehr darüber nachzudenken und zum Zweiten auch mehr in die Richtung noch zu forschen. Mhm. Eine Forderung, die Ethiker also eben auch ganz stark stellen. Wie gehen denn die Unternehmen selber damit um? Sie haben ja auch bei Ihren Diskussionsveranstaltungen die Gentechnikunternehmen oder Vertreter natürlich von Ihnen eingeladen. Sagten Sie ja, das interessiert uns überhaupt nicht? Oder wie ist da so die Einstellung zu ethischen Dimensionen?
Ja, also am Anfang haben wir diese ethischen Fragen, mussten wir die wirklich mehr oder weniger ausschalten. Also ich denke, die sind eigentlich erst gekommen während der Projektdurchführung. Die sind dann auch von den Teilnehmern in den Debatten mit eingebracht worden, weil ab einem gewissen Zeitpunkt stellt sich einfach die Frage, weil man merkt oder viele haben eben auch gemerkt, dass da irgendwas nicht richtig gut läuft. Also auch unsere Partner in unseren Partnerländern, die haben uns auch immer wieder mitgeteilt, naja, also wir hören da immer irgendwie was, aber, und ich kann mich erinnern, also an einer Teilnehmerin aus Chile, die sagte, also wir wollen wissen, worüber wir eigentlich am Ende entscheiden müssen, ob wir was haben wollen oder nicht. Wir wissen im Moment eigentlich gar nicht, was da eigentlich läuft. Und das entspricht eigentlich auch der Nachricht, die ich jetzt gerade noch vor ein paar Tagen bekommen habe. Da kursieren in Südamerika kursieren Dokumente, die sind also wirklich nur so unter einer gewissen Geheimhaltung verfügbar und so. Also es ist halt alles noch ein, also es nimmt so. Das heißt, die Unternehmen machen gar nicht ihr Wissen jetzt, ihr Forschungswissen öffentlich? Teilweise ja. Also inzwischen schon. Na, ich frage jetzt, Bei woher diese Symposien. Dokumente kommen halt. Also uns gegenüber schon, also aber in den Ländern, um die es eigentlich geht, dort, wo die Gentechnik ja Einzug halten soll, im Süden, eben dort sitzen ja die Entscheidungsträger, ob sie es haben wollen oder nicht. Dort gibt es ganz wenig Informationen. Also es gibt hier in Europa ist es da einfacher, auch im Internet sind einige Dinge veröffentlicht. Also klassischer Nord-Süd-Konflikt, ne? Also im Norden hat man nicht nur Zugang zu Ressourcen, sondern zu Wissen und im Süden dann nach wie vor eine gewisse Ausgeliefertheit. Genau, das ist eben auch die Frage, wie man dort also mit Wissen umgeht. Und es ist eben oftmals auch wirklich ein Indikator für Unterentwicklung, dass eben mangelndes Wissen vorhanden ist, man eigentlich gar nicht weiß, wofür man sich entscheiden muss. Und da wir in unseren Projekten natürlich immer uns mit der Frage konfrontiert sehen, wie schaffen wir bessere Voraussetzungen, um die Ernährung zu sichern, ist jeder, der in diesem Bereich tätig ist, natürlich erstmal interessiert daran. Wenn er da hört, also da gibt es jetzt was, dann können wir das ja auch mal ausprobieren. Das Projekt ist dieses Jahr abgeschlossen worden, zumindest was die EU-Förderung anlangt. Sie wollen auch weitermachen. Und was so Ihre Erfahrungen sind, Ihr Gefühl auch vielleicht, was Sie erlebt haben, darüber sprechen wir gleich nach Das der Musik. EU-geförderte Gen-Food-Projekt, das Sie als internationaler Landvolkdienst, ich glaube über 2 Jahre, ne, wurde es gefördert, mit vielen Gesprächen, Debatten, Hearings, Auseinandersetzungen, Öffentlichkeitsarbeit vorangetrieben haben. Das steht jetzt so vor einem formalen Ende. Es geht natürlich für Sie weiter, aber rückblickend, was haben diese 2 Jahre Sie weitergebracht? Also vor allen Dingen haben wir es geschafft, innerhalb der KLB, der katholischen Landvolkbewegung, auf nationaler Ebene eine Position zu entwickeln. Also das macht uns sehr, also stimmt uns sehr optimistisch, dass man durch so ein Projekt mit sehr vielfältigen Mitteln, die wir eingesetzt haben, auch zu einer Meinungsbildung finden kann. Und also das schätzen wir so wichtig ein, dass wir sagen, wir wollen auch weiterarbeiten. Es waren maßgeblich einige Organisationen mitbeteiligt, unter anderem, was wir bisher noch nicht gesagt haben, auch eine belgische Organisation, die einen starken Einfluss auf den belgischen Bauernverband hat. Der belgische Bauernverband hat sozusagen auch eine Nichtregierungsorganisation wie der ILD in Deutschland. Wir haben uns hingesetzt und haben eine Auswertung des Projektes vorgenommen und haben festgestellt, das hat alles so ganz gut geklappt, also wir wollen in jedem Fall weitermachen. Und es wird wahrscheinlich wirklich in die Richtung gehen, dass wir, was immer wieder aufgekommen ist, uns noch verstärkt der Frage der Patentierung widmen werden und der Frage des Schutzes des geistigen Eigentums in anderen Ländern. Die Rückmeldung auch der Veranstalter unserer Partner ist insgesamt wirklich sehr positiv. Und wir haben eben auch, wir stellen fest, dass sich viele, die sich an dem Prozess beteiligt haben, also selber sich jetzt auch wiederum in Foren gehen, in Podien und so, weil die jetzt auch einigermaßen fit sind. Und von daher glauben wir, dass wir in dem Rahmen dann auch weitermachen sollen, so wie wir das eigentlich schon seit langem machen, weil es immer
um die gleiche Frage geht. Also wie geht der Norden mit dem Süden und umgekehrt um? Wie schaffen wir es, gemeinsame Interessen zu formulieren? Wie gehen wir der Frage nach, die wir sozusagen immer als Leitthema haben, Bauern in Nord und Süd, Partner oder Konkurrenten? Oftmals stellen wir fest, es sind eben immer Konkurrenten oder sie empfinden sich als Konkurrenten. Um da also jetzt gemeinsame Interessen halt herauszuarbeiten, ich denke mal, dazu haben wir inzwischen einiges an Erfahrungen, auch welche Mittel wir einsetzen und da wollen wir eigentlich weitermachen. Eine Menge Wissen auch angesammelt in der letzten Zeit, so dass sogar das Bundesverfassungsgericht Sie mal angesprochen hat. Ja, das ist wahr. Ich habe meinen Kollegen gerade noch vor der Sendung angerufen und habe gefragt, ob es da was Neues gibt. Leider bisher noch nicht. Wir sind also tatsächlich auch jetzt nicht nur vom Bundesverfassungsgericht, sondern auch von verschiedenen Universitäten auch schon angefragt worden, also an, an Meinungsbildungsprozessen teilzunehmen, also um das, was wir erarbeitet haben, da also auch einfließen zu lassen. Im Bundesverfassungsgericht ging es vor allen Dingen um, um den Anbau gentechnologisch veränderten Mais in Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, ja, genau. Und da soll es eben zu einer Entscheidung kommen und die ist dann ja auch erstmal abgelehnt worden und dann ist man ans Bundesverfassungsgericht gekommen und die sind im Moment dabei, auch, denke ich mal, mit unseren Informationen, die wir ihnen geliefert haben, sich da also ein Meinungsbild zu schaffen. Und für Sie, die Sie die vielen Veranstaltungen koordiniert haben, ein gutes Gefühl, war das, waren das gute 2 Jahre? Es waren gute 2 Jahre. Wir haben uns angemeldet in der Diskussion, wir haben sie geführt und die vielen Anrufe, die ich jetzt bekomme, die zeigen mir, dass es weitergeht. Das heißt, ich sehe darin eher eine Initialzündung und wir tun gut daran, auch innerhalb des katholischen Landvolkes, auch die Evangelischen ziehen mit. Im Ausschuss für den Dienst auf dem Land haben wir einen dankbaren Partner gehabt, der es auch betreibt. Und wenn wir in mit diesem Bund den Weg weitergehen, denke ich mir, wird das Ganze vielleicht eher noch lebendiger werden, vor allem, weil ja immer wieder neue Erkenntnisse einfließen. Und wo könnten wir die besser nutzbar machen als vor Ort? Denn da haben wir es hingebracht, von der akademischen Ebene runter auf den Ort. Und das habe ich... Ja, zu den Leuten, die es auch die unmittelbar angeht. Ja, natürlich, ne? Die es angeht, die jetzt auch erkannt haben, es sind unsere Fragen im Grunde und nicht die irgendwo anders diskutiert werden müssen. Ne? Und wir können es auch alles verstehen. Es ist gar nicht so kompliziert, wenn man drüber redet. Ne? Wir haben eine Menge Verbündete gefunden, auch in den Organisationen, die uns dadurch erst kennengelernt haben. Und letztlich kam noch eine Anfrage, du weißt du nicht einen, der da kommen könnte, wir wollen in die Richtung weiter diskutieren. Ganz andere Organisation, die ursprünglich gar nicht damit befasst war. Also bei Ihnen ist richtig Aufbruchsstimmung zum Ende hin des Projektes. Kann man schon sagen. Ja, wir haben positive Erfahrungen gemacht, weil wir haben gemerkt, auch das Thema eignet sich wirklich dafür, sowohl Leute hier bei uns für Dinge zu sensibilisieren, die sie auch angehen und vielleicht sie auch zu motivieren, sich verstärkt, heute, das ist ja nicht ganz einfach, ne, darum zu bemühen oder ja, um sachdienliche Aufklärung zu bemühen und auch zu schauen, was passiert eigentlich in anderen Ländern und wie leben die Menschen dort und wo können wir da, wo es möglich ist, für sie dann auch Anwalt sein. Gibt es auch die Möglichkeit, ein bisschen über Ihr Projekt nachzulesen? Ja, wir haben also im Rahmen des Projektes eine Homepage, auch dauerhaft, permanent immer betrieben, neu eingestellt. Da sind alle Dokumente lesbar, natürlich auch Adressen und die ist ganz einfach, genfoodproject.net. Und, Genfoodproject, ein Wort? Genfoodproject, ein Wort und dann .net. Kann man auch nochmal nachlesen auf unserer Homepage domradio.de. Also dann werden Sie weitergeleitet. Und und Materialien, also wir haben verschiedene Handbücher, auch zur Ethik und so, die kann man alle bei uns dann eben auch gegen, sagen wir mal, Versandkosten und Kosten für die Herstellung eben beziehen.
Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, uns auch Ihr Wissen weitergegeben haben, um vielleicht dann auch in den Köpfen unserer Domradio-Hörer das Denken zu bewegen und neue Erkenntnisse dadurch auch zu gewinnen, vielleicht auch mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Ich wünsche Ihnen noch weiterhin ganz viel Erfolg, anregende Diskussionen, interessierte Zuhörer auch bei Ihren Podiumsdiskussionen und alles Gute. Vielen Dank.